Vor allem, wenn man es mit dem Schiff tut. Ah, richtig, hier sind wir richtig. So. Jetzt reißen wir einfach mit dem Floß nach da oben, dass hier praktischerweise schon geangert steht. Geangert, ja, ja. Baut ihr auch immer Flöße mit Ankern? Ich schon. Wir drücken einfach mal schräg und kommen dann irgendwann. Jetzt sehe ich natürlich schon wieder nichts mehr, sehr gut. In der Oberfläche der Altarplatte vor euch entdeckt ihr eine runde Kugel. Eine coole Kugel. So, wir wollen jetzt erstmal das hier benutzen. Die explodiert natürlich auch, weil hier alles explodiert. So, und jetzt können wir hier rein. Hier ist es auch wieder dunkel, oder? Ja, hier ist es überall dunkel. Ihr könnt mal speichern. Jetzt sind wir schon voll krasse 4 Kämpfer, Alter. Ist wieder nix. So. Speichern, Exit. Was hat der überhaupt für ein Level? Weißer Magier, Stufe 6. Ja. Das ist nur eine Frage der Zeit, bis ich mit meinem Krieger die überholt habe. Hier habe ich auch keine Karte mehr, nein. Ich habe nur noch eine Fackel, das ist so ein bisschen ein Problem. Ich muss mir mal neue Fackeln organisieren. Die explodieren immer alle. Kennt ihr das, wenn eure Fackeln in den Händen explodieren? Aber es macht wenigstens Licht, so. Jetzt zeige ich euch mal, was passiert, wenn man hier so hoch geht. Und dann gehen wir mal hoch, ne? Und lassen die Diskette da arbeiten. Ich könnte mal 100% machen, dann dauert das Let's Play länger. So, und jetzt sind hier irgendwo... Fässer. Dürfen in keinem guten Rollenspiel fehlen, Fässer. So, wo sind hier? Es sind keine Gegner, es sind nur verdammte Fässer. Irgendwo hier sind noch bestimmt irgendwo Gegner. Ah, richtig, hier sind doch. Vor euch befinden sie ein großes Loch. Ey, deine Mutter ist hier, ey. Ich glaube, da müssen wir sogar reinspringen. Ja, da müssen wir reinspringen, damit es weitergeht. Gruppe hat keinen Anführer mehr, es muss ein neuer Upsala. Was? Ja, also wie ich gesagt habe, wir sind schon mal halb tot, bis ihr da drin seid. Nachdem ihr euch von dem schmerzhaften Aufprall einigermaßen erholt habt, bemerkt ihr, dass rings um euch Skelette liegen. Doch mehr als die Skelette auf dem Boden verwundern euch die Skelette, die mit noch erhobenen Schwertern und rotfunkelnden Augen an den Ausgängen dieses Raumes auf euch warten. Also hier haben wir so lustige Skelette, ne? Na Jung. Ist doch geil. So, wir können sie angreifen und fliehen. Ich zeige euch das mal kurz, weil... Was passiert, wenn man diese Gilde zu einem jetzigen Zeitpunkt betritt, ne? Also zwei sind schon mal tot, weil sie 4 Lebenspunkte bloß haben. Hier haben wir dann das lustige Kampfmenü. Wir benutzen natürlich die richtig mächtigen Zauber, wie... an die Feuerwalze habe ich hier noch gar nicht. Die irgendwie so komische Reihenordnung haben. Ich weiß nicht genau, warum. Nee, nicht Feuerstrahl, nee. Euer Ball. Ne, das trifft nur ein. So, hier können wir schnelles Kampfsystem wählen, verteidigen. Ich hoffe, welchen Zauber von dem jetzt noch auswählen. Das ist eine sehr interessante Frage. Ich weiß es nicht. So. Der kann jetzt so lustige Heilungszauber Essen erschaffen. Untote vernichten. Hey, ich habe Untote vernichten. Cool. Okay. Zauberspruch Feuerball. Und der Zauberspruch gelingt. Wow. Untote vernichten und der Zauber gelingt. Ja, jetzt drücken die auf und wir haben de facto nichts, was die irgendwie auffällt. Normalerweise hat man da jetzt Krieger stehen. Ja, und die töten uns jetzt einfach. Weil, warum denn nicht? Das Gerät verpasst. Trifft mit 14 Lebenspunkten. Untote vernichten und der Spruch gelingt. Hey, hey. Wow, ich liege sogar fast tot. Ich bin beeindruckt von meinem Skill, ey. Ja, die rücken halt jetzt immer vor und... Wow, ich krieg sogar tot. Ich bin beeindruckt, also wenn er jetzt noch trifft, dann habe ich gewonnen. Wow. Ich bin Gott, Mann. Gott. Ich meine, okay, 3 von 4 Leuten sind tot, aber wow. Exit, wir nehmen natürlich das Gold mit, weil... Und können jetzt einfach locker flockig rausgehen, ist ja nichts dabei.
ist ja nicht so, als würden wir uns jetzt folgen oder so. Nein, nein. Ja, also wie gesagt, ich kann jetzt versuchen zu fliehen, was uns sehr viel bringt, weil wir uns in diese Ecke fliehen. Wir können natürlich auch angreifen. Jetzt greifen wir den mal voll fett an. Wir haben natürlich noch voll viele Zauber aufwecken. Ja, jetzt können wir einfach mal warten. Okay. So, was soll schon schief gehen? Okay. Ja, der macht jetzt mit dem Schwert platt, ne? So. Macht aber keinen Schaden, ja. Trifft nicht. Ja, das passiert am Anfang sehr oft. Also auch den Kriegern und so, so sind wir alle tot. Also dementsprechend unangenehm sind diese Gilden. Deswegen, weil er am Anfang normalerweise noch nicht reingeht. Ach richtig, das stimmt ja. Langsam verblendet das blaue Glühen um euch. Und ihr seht die kraftlose Gestalt von Chandra. Mit schwacher Stimme fängt er an zu sprechen. Ich werde euch nicht immer retten können, wenn ihr in Gefahr geratet. Also verlasst euch nicht auf meine Hilfe und strengt euch mehr an. Geht nun, ihr müsst eure Aufgabe zu Ende führen und ich muss mich ausruhen. Ich glaube, das macht er einmal und wenn man danach stirbt, bekommt man ein anderes Bild. Jetzt sind wir wieder hier und wir laden gleich mal. In den alten Spielstand geladen werden, ja bitte. So, jetzt geht gleich der erste Bug auf und ich muss alles neu machen. Hey, hey. Nein, ich hoffe doch nicht. Das ist vielleicht unschön. Und vielleicht unschön meine ich, das wird ziemlich unschön so. Das Kettenlaufwerk frisst mal wieder die Diskette. Wie in der Realität. Na komm. Ich möchte gerne die Aufnahme neu starten. Nicht, dass da was asynchron wird. Sollte zwar nicht, aber ich gehe da lieber auf Nummer sicher so und... Wow. So, wir sind in der Schwarze Turm. Das Schöne ist, hier bleibt alles erkundet. Das finde ich schon toll. So, hallo. Was? Ach. Leck mich doch, Spiel. Leck mich. Ja, wenn du weißt, des Gildengründers Namen sei erlaubt, der kurze Weg. Ich kenne den Namen natürlich, weil ich war ja schon mal. Vor 10 Jahren. So, mal gucken. Ich heiße dich willkommen. Benutze die Treppe im Norden und du wirst zur Gilde der Schwarzen Magie gelangen. Und tschüss. Du hörst nichts, denn du bist taub. So, sehr gut. Ich glaube, ich muss hier einfach nur gerade durchgehen. Nein, ich muss hier nicht einfach nur gerade durchgehen. Das ist jetzt natürlich wieder... Wo lande ich jetzt? Ich habe das Gefühl, dass ich bei meinem Talent gleich bei den Skeletten lande. Nein, nicht einmal. Ich lande in der zweiten Etage. Ich bin voll stolz auf mich. Jetzt soll ich doch lieber eine Fackel benutzen. Ich bin aber so geizig. Ich fürchte fast, ich werde nicht weiterkommen, ohne eine Fackel zu benutzen. Ich habe noch eine Fackel, oder? Ja. Ja, benutze mal das hier. Das war so eine Wegbeschreibung. Achso, das war diese Wegbeschreibung, ja. Ja. Ich habe da voll krass. Aufzeichnung, ach, das war diese Aufzeichnung, natürlich. Ja, Dämon, bla. Benutzen, so, bniaup. Lassen wir unsere letzte Fackel noch explodieren, wir haben es ja. Ach, diese Türen sind natürlich nie da, wo sie sein sollten. Aber um es hier zu gehen, dass wir den Weg nachher auch wieder zurückfinden. Machen wir mal den hier. Oh, ein Fass, das leer ist. Sehr gut. Oh, da ist eine Treppe nach unten. Da geht man also wieder zurück. Achso, das ist die Statue, okay. Hier sieht man den Namen. In der Statue könnt ihr folgendes lesen. Nigademos, Gründer der Gilde der Schwarzen Magier. Das Problem ist, jetzt habe ich keine Fackel mehr für die letzte Gilde. Diese Tür steht in großen schwarzen Lettern. Gilde der Schwarzen Magier. Wofür war die andere Tür? War es Direktausgang oder war das der Eingang?
Beim Betreten der Gilde bemerkt er sofort den kleinen Feuergeist, der in der Eingangshalle herumläuft und mit einer kleinen Flamme aus seinem Mund den Kamin und die Kerzen anzündet. So. Hallo. Herzlich willkommen in der Gilde der Schwarzmagier. Ich bin Luminor, der Feuergeist. Meine Aufgabe späterhin ist, den Gildenmitgliedern und Besuchern der Gilde so bequem möglich zu machen. Kann ich irgendetwas für euch tun? Ist euch vielleicht kalt? Ich könnte ein paar der Fässer anzünden, die hier stehen. Klingt gut. Ich sehe an euren Gesichtern, dass ihr das nicht wollt. Was? Wirklich schade. Niemand erlaubt mir, ein bisschen zu zündeln. Was? Täuscht, wenn sich Luminor von euch ab. Also, der hat keine Kenntnisse im Menschengesichter lesen. In diesem Fass befinden sich getrocknete Kräuter. Mitnehmen, komm. Steck ein, alles. Möchten Sie diesen Atommüll wirklich mitnehmen? Ja. In diesem Fass findest du ein paar alte Pilze. Was wollen wir mit dem machen? Ich weiß es nicht mehr. Geschlecht beide. Wir nehmen auf jeden Fall alles mit, weil irgendwas braucht man das Zeug immer, oder? Es ist umsonst. Wenn es umsonst ist, nimmt man es mit. In diesem Fass befinden sich getrocknete Kräuter. Das nennt sich auch Tee, ihr Idioten, ey. Hier ist nichts drin. Dieses Fass befinden sich getrocknete Kräuter. Noch mehr getrocknete Kräuter. Meine Kerze verbrennt hier völlig sinnfrei. Getrocknete Kräuter, getrocknete Kräuter. Ich glaube, die mögen getrocknete Kräuter. Umgangssprachlich auch Tee genannt. So. Das sind vermutlich Engländer hier. Das würde den negativen Ruf erklären. So, wir haben hier nichts. Wir haben hier Bier. Nein. War nur Kölsch. Also kein Bier. So, hier haben wir eine Wand. Gegen die laufen wir erstmal, weil... So, was haben wir denn da? Ah, hier steht Aufnahme- und Trainingssaal der Gilde. Ja. Gehen wir doch gleich mal rein. Einfach so aus. Spaß an der Freude, ne? Herzlich willkommen in der Gilde. Was kann ich für euch tun? Er hat 300 Erfahrungspunkte. Haben wir nicht, brauchen wir nicht, brauchen wir schon, aber Bibliothek, spruchvollen Abschrift gegen Gebühr, hey. Tür ist verschlossen, als ihr anklopft für der, macht jetzt einen Lärm, ich muss arbeiten, Computer, wenn geöffnet ist. Als die Stimme verstummt ist, hört ihr nur noch das leise Kratzen eines Gänsekiels auf Pergament. Und wir wissen natürlich, dass es ein Gänsekiel ist, weil Gänsekiele diese ganz individuellen Sound haben, wenn man kratzt auf Pergament, ist bekannt, ne? Das ist unverkennbar. So, Moment. Mal kurz, ich verlaufe mich gerade, ne? Ja, ich verlaufe mich gerade, sehr gut. Ich glaube, ich will da gar nicht weiter. Nee. Ich habe jetzt meine Karte. Mal gucken, wo ich jetzt bin. Jetzt bin ich völlig falsch. Toll. Wie ich sagte, ich will hier ganz schnell weg. So, ich will dann zweimal nach links. Und dann... Was? So, ich will jetzt dreimal. Ne? Egal, weg hier, bevor uns was auch immer das ist, einholt. Sie sind nicht unbedingt die duftesten Freunde, diese Jungs. Aber in ein anderes Stockwerk können die uns nicht folgen und wir sind nicht in ein anderes Stockwerk gegangen. Sehr gut. Ich drehe mich ja. Jetzt komm mal wieder raus im Dunkeln. Ich habe nämlich keine Fackeln mehr. Das ist jetzt so ein bisschen ungünstig. Bin ich gerade wieder in die Gilde gegangen? Nein. Nein, okay. Ja, jetzt glaube ich einfach gerade aus. Nein. Wo bin ich jetzt? Jetzt bin ich wieder hochgegangen, richtig? Nein, ich bin nicht wieder hochgegangen. Ja, und jetzt wieder raus hier. So. Nachdem wir jetzt völlig sinnvoll da drin waren, was uns nicht wirklich was gebracht hat, kann es weitergehen. So. Die Ladezeiten sind echt super. Und nein, ich werde nicht irgendwie die Version wechseln. Nein. So, ich finde aber auch schön, dass man hier nicht sieht. Das hat so ein bisschen Realismus. Das ist übrigens doch ein Windtor. V
Voll die entspannte Musik, muss ich sagen. So, wir fahren wieder da raus und da ist unser richtiges Schiff. Wir fahren erstmal in den Steg rein, ne? So macht man das eben. Da, wo ich hier komme, fährt man eben in den Steg rein. So, jetzt muss ich mal gucken. Jetzt müsste ich erstmal so ein ganzes Stück nach links fahren und dann irgendwann auf Land treffen. Wenn ich das ausschaue, weiß ich, ich bin da. Nein, ich bin nicht da, aber die Richtung passt dann schon mal ungefähr so. Wollte ich wie hier einen kurzen Abstecher machen? Ich glaube, hier treffe ich auch wieder auf Gegner, die noch nicht meine Liga sind. Ja, zum Glück haben wir ja starken Wind, ne, und gute Strömung auf unserer Nussschale, die wir irrtümlicherweise als ein Schiff bezeichnen. So, jetzt muss ich nach oben. Okay, jetzt muss ich hier irgendwie rum. Hier ist übrigens eine Insel. Frage. Hier oben haben wir das Land, hier unten ist dann diese andere Insel, aber will ich hier wirklich schon mal vorbeigucken? Ha! Nutzen wir die Macht der modernen Entwicklung und speichern. Ich verlange ein Passwortsystem. Was? Nein. Mit 200-stelligen Passwörtern. Geht's hier überhaupt schon weiter? Komme ich überhaupt schon weiter? Ich guck mal kurz. Brauche ich da noch einen Gegenstand? Ich glaube, da brauche ich noch einen Gegenstand für, ne? Ja, ich komme noch gar nicht rein. Na komm. Ne, ich komme noch gar nicht rein. So, wir können jetzt mal schwimmen. Und die Leute, die nicht schwimmen können, die ertrinken halt bei der Zeit. Da unsere Magier nicht schwimmen können, die gesagt, wow, ich kann wirklich gut schwimmen. Der hat 80, ich habe 93. Ich glaube, so einen hohen Schwimmwert hatte ich noch nie. So, ja bitte. Wir möchten bitte wieder laden, dann will ich nicht ertrinke. Nicht meine ganzen Gruppenmitglieder schon wieder tot sind, weil das ist nicht so schön. Auch schön, wie ich erstmal in der Weltgeschichte rum. Was war nochmal meine Aufgabe im Spiel? Ich weiß gerade nicht mehr, hab's vergessen. War nicht so wichtig, bestimmt. Ich glaube, irgendwas mit so einem Magier treffen. Ich mag Magier eh nicht so. Soll immer seinen Magiemist alleine tun. So, hier haben wir wieder Sumpf. Und jetzt können wir hier. Gut, momentan ist hell, das heißt, ich kann auch schräg surfen. Ja, ich surfe hier, ne? Mit meinem Boot, ne? Das nennt sich Bootsurfen. So. Zeit, erstmal unser fünftes und vorletztes Gruppenmitglied aufzusammeln. Das sechste holen wir dann später, weil ich erstmal noch jemanden in die Gruppe nehmen muss, was ich schon mal erwähnt habe, aber ich erwähne es halt nochmal. So, jetzt kommen hier erstmal Land, dann kommen hier Berge. Berge. Ah, gleich mal Geolechen losstecken, damit hier eine Mine auskundschaften. Nee. Vielleicht gibt's hier Gold. Brauche ich voll für mächtig werden. Altes Spiel, du Spasti. Sehe ich natürlich wieder nichts und weiß nicht, ob ich hier richtig bin. Ich dachte, ich bin schon ganz oben. Bin ich auch, verdammt. Ich sehe nichts. Jetzt muss es natürlich wieder dunkel werden. Komm schon, werd wieder hell, werd hell. Ich brauche Licht. Nimm eine Kerze, Mann. 500 Watt Halogenstrahle, ey. Das ist diese ganze Karte. Na komm, werd wieder hell. Na, also so. Nee, Moment, ich muss hier hoch. Ich muss. Moment, das ist jetzt. So ein bisschen schwierig. Ach. Nein, ich bin hier noch falsch. Und ich töte erstmal halb meinen Magier, weil. Ach, das können wir nachher wieder korrigieren. Moment, bin ich hier jetzt schon richtig oder bin ich hier noch falsch? Dass ich hier vorbeigefahren bin. Ich glaube, ich bin gerade vorbei. Also wieder zurück. Autsch. Moment, mal kurz gucken. Also entweder bin ich zu weit oder noch nicht weit genug. Ich habe hier Berge, ich habe hier einen Fluss, aber das sieht schon nach. Ich laufe einfach mal den Weg entlang. Und hör vielleicht auf, ständig über das Wasser zu laufen, damit jeder stirbt.
Ja, dann sterbt halt so. Wir wollen mal den Weg folgen. Ich glaube, dann bin ich hier schon mal auf dem richtigen Weg. Jawohl, da wollte ich doch hin.